Thank you for coming. My name is Kent Hovind. Hallo, schön, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist Kent Hovind. I was a high school science teacher for 15 years. Ich war 15 Jahre lang ein Lehrer in der High School, habe dort Wissenschaft unterrichtet. And now for 15 years I've been an evangelist. Und jetzt seit 15 Jahren arbeite ich als Evangelist. In this session we're going to talk about the Garden of Eden. Und in dieser Lektion wollen wir über den Garten Eden sprechen. Why did they live to be 900 years old? Wie kann es sein, dass sie 900 Jahre lebten? The Bible says Adam was the first man. Die Bibel sagt, Adam war der erste Mensch. And it says Adam was 130 when Seth was born. Und Adam war 130, als sein Sohn Seth geboren wurde. And Seth lived 105 years and Enos was born. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enos. And Enos lived 90 years and Canaan was born. Und Enos lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. If you look at the dates in the Bible, these people are living a really long time. Und wenn du diese Zahlen anschaust in der Bibel, wirst du sehen, die Leute haben wirklich ein langes Leben gehabt. Why did they live to be 900? Wie kann es sein, dass sie so lange lebten, 900 Jahre? From the creation up until the flood, things were very different. Seit der Schöpfung bis zur Flut waren die Dinge sehr unterschiedlich. Wie war es vor der Flut? Yes, before the flood, something was different on this planet. Vor der Flut war etwas anders auf diesem Planeten. Average age today, 70 or 80. Durchschnittsalter heute 70 bis 80 Jahre. Average age before the flood, 912. Durchschnittsalter vor der Flut 912 Jahre. Textbooks say dinosaurs lived millions of years ago. Die Schulbücher sagen, vor Millionen von Jahren lebten die Dinosaurier. Did they live millions of years ago? Lebten sie wirklich Millionen vor Millionen Jahren? Or have people always lived with dinosaurs? Oder haben Menschen immer zusammen mit Dinosauriern gelebt? Maybe they just had a different name for them. Vielleicht hatten sie andere Namen für die Dinosaurier. So, what was the original creation like? Wie sah die originale Schöpfung aus? What did they eat before the flood came? Was aßen sie vor der Flut? What's it going to be like in the 1000-year reign of Christ when the Lord fixes things back? Wie wird es sein im tausendjährigen Reich, wenn der Herr wieder alles in Ordnung gebracht hat? Where did all the water for the flood come from? Und wo kam das ganze Wasser von der Sintflut her? Where did the water go? Und wohin ging das Wasser? Were there really giant people on this earth over 10 feet tall, 3 meters tall? Gab es wirklich Riesen auf der Erde über 3 Meter groß? The Bible says in the last days there will be scoffers who will doubt God's word. Und die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird es Spötter geben, die das Wort Gottes bezweifeln. The Bible says the scoffers are going to say, where is the promise of his coming? Since the fathers fell asleep, all things continue as they were. Die Bibel sagt, diese Leute sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie sie von Anfang der Schöpfung an waren. The Bible says they are willingly ignorant of how God made the heavens and the earth. You can read that whole verse. Ja, und die Bibel sagt, denn aus Mutwillen sind sie dessen unwissend, dass durch das Wort Gottes die Himmel von alters her waren und die Erde aus Wasser und im Wasser entstanden. Something was different about this earth. Etwas war anders mit der Erde. How can the earth be out of the water and in the water? Wie kann die Erde aus Wasser und im Wasser entstanden sein? The Bible says that world was overflowed with water and perished. Die Bibel sagt, diese Welt wurde von Wasser überflutet und ging verloren oder ging unter. And the Bible says the heavens and the earth which are now are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Und die Bibel sagt, die jetzigen Himmel aber sind bewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts. The scoffers in the last days are ignorant of the creation, the flood and the coming judgment. Und die heutigen Spötter ignorieren die Schöpfung, die Flut und das kommende Gericht. They don't want to admit God created the world. Sie möchten nicht zugeben, dass Gott die Welt geschaffen hat. That would mean God owns it. Das würde bedeuten, Gott gehört die Welt. That would mean he makes the rules. Das würde bedeuten, Gott macht die Regeln. They don't want to admit there was a flood. Und sie möchten auch nicht zugeben, dass es eine Flut gab. That shows God has authority to judge his creation. Das würde zeigen, dass Gott die Vollmacht hat, seine Schöpfung zu richten. And they don't want to admit there's a coming judgment. Und das möchten sie auch nicht zugeben, dass ein zukünftiges Gericht kommt. Jesus is coming, and boy is he mad.
Jesus kommt bald und Mann ist er wütend oder zornig. The Bible says, in the beginning, God created the heaven and the earth. And then in verse 5, it says it was the first day. Die Bibel sagt, Gott schuf am Anfang Himmel und Erde. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es ward Abend und es ward Morgen. Und dann sagt die Bibel, das war der erste Tag. The first day. Der erste Tag. Some people say there might be a gap in between the first two verses. Und es gibt Leute, die behaupten, zwischen den ersten zwei Versen im ersten Buch Mose gibt es eine Lücke. This man says, between the first two verses of Genesis, there's ample room for all the geologic periods. Zwischen den ersten zwei Versen im ersten Mose gibt es weiten Raum für alle geologischen Epochen. He said there was a pre-Adamite rebellion and the judgment of Lucifer happened. Und sie sagen, es gab vor Adam eine Rebellion und ein Gericht über Lucifer. Was anybody here before Adam? War irgendjemand auf der Welt vor Adam? And when did Lucifer get judged? Und wann wurde Lucifer gerichtet? Let's see what the Bible says. Lasst uns gucken, was die Bibel sagt. The Bible says the earth was without form and void. Die Bibel sagt, die Erde war wüst und leer, ohne Gestalt. That simply means it was unformed and unfilled. Das bedeutet einfach, sie war einfach nicht fertig geformt und war nicht gefüllt. It does not mean destroyed. Es bedeutet nicht zerstört. There are many good books on this topic. Und es gibt sehr viele gute Bücher über dieses Thema. This one would be good to explain it. Hier dieses Buch, Unformed and Unfilled, wäre ein gutes Buch, um das zu erklären. Or my short book about this gap theory. Oder mein kleines Büchlein über dieses Problem. You may read those if you would like to get more information. Und das, du kannst es lesen, wenn du mehr Informationen darüber haben möchtest. Ezekiel 28 tells us about Lucifer falling from heaven. Und in Hesekiel 28 lesen wir, wie Lucifer aus dem Himmel fiel. Go ahead and read this passage. Okay, all? Yes. 12 to 15? Not the small print, only the large. So spricht der Herr Gott, du versiegest die Vollendung, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke. Dann weiter, an dem Tage, da du geschaffen wurdest, bereitet. Du bist der schirmende und gesalbte Cherub und ich hatte dich so gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge, du wandeltest hinauf und hinab inmitten der feurigen Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Here we can see that Satan was created. Wir sehen hier, Satan wurde geschaffen. We can see that he was in Eden. Und wir sehen, er war in Eden. We see that he was perfect until iniquity was found in him. Und er war vollkommen, bis Sünde in ihm gefunden wurde. Well, Eden wasn't made till day 6. Und der Garten Eden wurde nicht vor dem Tag 6 erschaffen. So Satan could not fall from heaven before the creation. So Lucifer konnte nicht vor der Schöpfung vom Himmel fallen. The Bible tells us all the angels shouted for joy when God laid the foundations of the earth. Die Bibel sagt, dass alle Söhne Gottes, die Engel, jauchzten, als die Grundfeste der Erde gelegt wurden. When were the foundations of the earth laid? So wann wurden die Grundfesten der Erde gelegt? I believe that was on day 3. Und ich denke, das war am Tag Nummer 3. When he made the dry land appear. Als er das trockene Land sichtbar werden ließ. The angels must have been made on day 1 or day 2. Die Engel mussten am ersten oder zweiten Tag geschaffen worden sein. The Bible does not tell us for sure. Aber die Bibel sagt uns das nicht sicher. But it does tell us everything was created in 6 days. Aber sie sagt uns, alles wurde in 6 Tagen geschaffen. We see that in the 10 Commandments. Und das sehen wir in den 10 Geboten. Exodus 20, verse 11. In 2. Mose 20, 11. At the end of day 6, God said everything was very good. Und am Ende des 6. Tages sagte Gott, alles ist sehr gut. It would not be very good if Satan was running around as a bad guy. Und es wäre nicht sehr gut gewesen, wenn Satan als böser Bube herumgelaufen wäre. Some Bibles teach the days maybe long periods of time. Manche Bibeln lehren, dass diese Tage lange Zeitperioden waren. They say maybe the days are 1,000 years. Vielleicht waren die Tage 1,000 Jahre lang. They get this from Psalms 90 and 2 Peter chapter 3. Sie kriegen das aus Psalm 90 und aus 2. Petrus. Ein Tag bei dem Herrn ist wie 1,000 Jahre. Notice both of these verses say 1,000, not million. So, beachte bitte, diese Verse sagen beide 1,000 und nicht Millionen.
And neither verse is talking about the creation. Und keiner dieser Verse spricht über die Schöpfung. It's just telling us that time doesn't mean anything to God. Diese Verse zeigen uns einfach, dass für Gott Zeit keine Bedeutung hat. God is not limited by time. Gott wird nicht durch die Zeit begrenzt. We are limited by time. Wir sind durch die Zeit begrenzt. If God were limited by time, he is not God. Wenn Gott durch die Zeit begrenzt wäre, dann wäre er nicht Gott. God is not limited by time, space or matter. Gott wird nicht begrenzt durch Zeit, Materie oder Raum. This is not 2004 in heaven. Das ist nicht 2004 im Himmel. There is no time there. Es gibt keine Zeit im Himmel. The Bible says the grass and the plants and the trees were made on the third day. Und die Bibel sagt, das Gras, das Kraut und die Bäume wurden am dritten Tag gemacht. And the sun was made on day four. Und die Sonne wurde am vierten Tag gemacht. If those days are long periods of time, those plants are going to die waiting for the sun. Ja, und wenn diese Tage eine sehr große Zeit gewesen wären, dann wären die Pflanzen ohne Sonne gestorben. And the insects to pollinate the plants were made on day five. Und die Insekten am Tag 5, die Pflanzen bestäuben, die wurden am fünften Tag gemacht. It is not logical to say the days are long periods of time. Es ist unlogisch zu sagen, dass die Tage eine lange Zeitperiode wären. There is more in this book on that topic. Und mehr gibt es in diesem Buch hier. Genesis 1:6, God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." Gott sprach, es werde eine Feste inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. What is this firmament? Was ist diese Feste oder dieses Firmament? Some people say it's the dirt that keeps the water away from the water. Manche Leute sagen, das ist der Dreck, der die Ozeane voneinander trennt. No, it is not the dirt. Es ist nicht der Dreck. Read verse 20. Lies Vers 20. It says the birds fly in the firmament. Dort steht, dass die Vögel in dieser offenen Feste fliegen. The birds do not fly in the dirt. Vögel fliegen nicht im Dreck. The birds fly in the air. Sondern die Vögel fliegen in der Luft. So the firmament is where the birds fly. So das Firmament ist da, wo die Vögel fliegen. We call that the atmosphere. Und das nennen wir die Atmosphäre. The second heaven mentioned in the Bible. Der zweite Himmel, der in der Bibel erwähnt wird, is where the sun, moon and stars are. Ist, wo Sonne, Mond und Sterne sind. This is in Genesis 1:14. Nee. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und Gott machte die zwei großen Lichter und die Sterne. The third heaven mentioned in the Bible, und der dritte Himmel, der in der Bibel erwähnt wird, is in 2 Corinthians chapter 12. Finden wir in 2. Korinther 12, 2. There are three heavens mentioned in the Bible. Es gibt drei Himmel in der Bibel erwähnt. First heaven, where the birds fly. Der erste Himmel, wo die Vögel fliegen. We are breathing it now. Und wir atmen das ein. Second heaven, where the stars are. Der zweite Himmel, wo die Sterne sind. We call that outer space. Und das nennen wir das Weltall. The third heaven is where God lives. Und der dritte Himmel ist da, wo Gott lebt. In Psalms 19, it talks about the heavens, plural. Und im Psalm 19 ist das Wort Himmel im Plural, in der Mehrzahl. There's more than one heaven. Es ist mehr wie einer. Genesis 1:6, and God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. Und Gott machte die Feste und schied die Wasser, welche unterhalb der Feste, von den Wassern, die oberhalb der Feste waren, und es ward also. Psalm 148 said, "Praise him, ye waters that be above the heavens." Und im Psalm 148 heißt es, lobt ihn, ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. 2 Peter said the earth was standing out of the water and in the water. Und in 2. Petrus finden wir, die Erde bestand aus Wasser und im Wasser. This is an interesting verse. Das ist doch ein interessanter Vers. The Bible talks about the circle of the earth. Die Bibel spricht vom Erdenkreis. And it said God stretched out the heavens. Und die Himmel wurden von Gott ausgespannt. Maybe that is why we have a red shift in astronomy. Und das ist, warum wir eine Rotlichtverschiebung in der Astronomie beobachten. Today's atmosphere has six layers. Die heutige Atmosphäre hat sechs Schichten. There used to be seven layers. Und es sollten eigentlich sieben sein. This was a layer of water or ice above the atmosphere. Und das war eine Schicht aus Wasser oder Eis über der Atmosphäre. This layer of water or ice would block ultraviolet light. Und diese Eisschicht würde das ultraviolette Licht abschirmen. It would also increase air pressure. Und es würde auch den Luftdruck erhöhen. Things would be very different.
Und die Dinge auf der Erde wären sehr unterschiedlich zu heute. That covering of water is gone. Und diese Wasserdecke oder diese Wasserhülle ist weg. It all fell down at the time of the flood. Und es fiel alles herunter bei der Flut. There was water above the earth and water under the crust of the earth. Es war Wasser über der Erde und Wasser unter der Erdkruste. In Psalm 24 it says the earth is the Lord's, he founded it upon the seas and established it upon the floods. Im Psalm 24 heißt es, die Erde ist gegründet über den Meeren und über Strömen hat er sie festgestellt. Psalm 136 says he stretched out the earth above the waters. Und im Psalm 136, Gott breitete die Erde aus über den Wassern. There was water under the crust of the earth. Es gab Wasser unter der Erdkruste. That is now gone. Das ist jetzt weg. It is on top. Es ist jetzt oben. It came shooting to the top when the fountains of the deep broke open. Und es schoss durch die Erdkruste hindurch, als die Quellen der Tiefe geöffnet wurden. Most of the water for the flood came from inside the earth, not from rain. Und das meiste der Flutwasser kam aus dem Innern der Erde, nicht von oben. I think we still have the scars today where this happened. Und ich glaube, wir haben heute noch auf der Erde die Narben, an denen das Wasser herausbrach. They are called fault lines. Und sie werden, wie heißt das auf Deutsch? Es werden Gräben genannt. Gräben. And these plates are still moving. Und diese Platten bewegen sich immer noch. That does not prove the Pangaea theory. Aber das beweist nicht die Pangaea-Theorie. We talked about that in the last session. Aber darüber werden wir in der letzten Lektion sprechen. We have much more on that in video number 6. Und im Video Nummer 6 wird noch mehr darüber berichtet. The canopy of water above the atmosphere would make the earth like a big greenhouse. Die Wasserhülle über der Atmosphäre verwandelt die Erde in ein Treibhaus. How many know what a greenhouse is? Und wie viele von euch wissen, was ein Treibhaus ist? They have all glass walls. Sie haben Glas, die Treibhäuser haben Glaswände. If you live in a greenhouse, you should dress in the basement. Wenn du in einem Treibhaus lebst, dann solltest du dich unten anziehen. Habe ich das gekriegt jetzt? Im Keller, genau. Ja. Im Keller. Mhm. Scientists are still finding water in space between the stars. Und Wissenschaftler finden in dem Zwischenraum, denn im Universum zwischen den Sternen Wasser. Scientists have a new theory that says a lack of oxygen killed the dinosaurs. Und die Wissenschaftler haben eine neue Theorie, nicht Asteroiden, sondern Sauerstoffmangel tötete die Dinosaurier. A lack of oxygen. Oh, Sauerstoffmangel. Why would they say that? Warum sagen sie das? They discovered two problems with dinosaurs. Sie haben zwei Probleme mit Dinosauriern bemerkt. Their lungs are too small. Ihre Lungen sind zu klein. And their nostrils are too small. Und ihre Nasenlöcher sind zu klein. An 80-foot, 24-meter Apatosaurus had nostrils the same size as a horse. Und ein 24 Meter langer Apatosaurus hatte genauso große Nasenlöcher wie ein Pferd. How could they breathe? Wie konnten die atmen? Today they couldn't breathe. Heutzutage könnten sie nicht atmen. But if you had double the air pressure, they could breathe just fine. Aber wenn du den Luftdruck verdoppeln würdest, dann könnten sie ohne Probleme atmen. I believe before the flood came, they had greater air pressure. Und ich glaube, dass vor der Flut der Luftdruck doppelt so hoch war wie heute. Plus they had richer oxygen. Und sie hatten mehr Sauerstoff in der Luft. Dinosaur bones are found all over the world. Dinosaurierknochen werden überall in der Welt gefunden. They certainly lived. Sie haben wirklich gelebt. The question is, when did they live? Die Frage ist, wann haben sie gelebt? Textbooks say they lived millions of years ago. Die Schulbücher sagen, sie haben vor Millionen von Jahren gelebt. I believe they lived with Adam and Eve before the flood. Und ich glaube, sie haben zusammen mit Adam und Eva vor der Flut gelebt. Sometimes insects are found in amber, which is petrified tree sap. Manchmal werden Insekten in Bernstein gefangen und Bernstein ist versteinertes Harz. Occasionally they have air bubbles in there. Und manchmal finden wir Luftblasen im Bernstein. These air bubbles have 50% more oxygen than we do today. Und in diesen Luftblasen finden wir 50% mehr Sauerstoff wie in der heutigen Luft. Today the oxygen is 21%. Heute haben wir 21% Sauerstoffgehalt. These air bubbles have 32%. Und diese Luftblasen haben 32%. If you lived in a world with double the air pressure and more oxygen. Wenn du in einer Welt leben würdest mit doppeltem Luftdruck und mehr Sauerstoff, just breathing would be exciting.
Nur atmen wäre schon ein aufregendes Erlebnis. It would be very different. Es wäre ganz anders. You would heal up much faster. Du würdest viel schneller gesund werden. Your bloodstream carries oxygen now. Dein Blut transportiert jetzt gerade Sauerstoff. Today only on the, is this hemoglobin? No, it's oxygen. Oxygen? Let's see. Hemoglobin, red blood cells? Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff. Under double air pressure, your plasma will also carry oxygen. Okay, now what do you want to say? Okay, jetzt transportieren nur die roten Blutkörperchen den Sauerstoff. Aber mit doppeltem Sauerstoffgehalt würde auch das Blutplasma den Sauerstoff transportieren. That means you could run for hundreds of kilometers without getting tired. Und das bedeutet, du kannst hunderte von Kilometern rennen, ohne müde zu werden. Adam and Eve did not need a car. Adam und Eva brauchten kein Auto. They could run to grandma's house. Sie konnten zu Großmutters Haus rennen. But they did not have a grandma. Aber sie hatten keine Großmutter. Also did not have mother-in-law. Und sie hatten auch keine Schwiegermutter. That's why it was paradise. Deswegen war das Paradies. In America, a baby girl fell into a well 15 years ago. Vor 15 Jahren fiel in Amerika ein kleines Baby in ein Rohr, in einen Brunnen. Her left leg went down the pipe. Und ihr linkes Bein ging dieses Rohr hinunter. Her right leg came up behind her. Aber das rechte Bein wurde umgeknickt und zeigte nach oben. She slid down 20 feet, 6 meters. Sie rutschte 6 Meter nach unten. The pipe was only 20 centimeter diameter. Und das Rohr hatte nur einen Durchmesser von 20 Zentimetern. She was inside for 2.5 days. Sie war 2.5 Tage eingeschlossen in diesem Rohr. They destroyed the whole neighborhood trying to get that girl out of the well. Sie haben die komplette Nachbarschaft platt gemacht, um das Mädchen zu retten. When they finally got her out, lots of her body had turned black from lack of circulation. Und sie haben sie dann schlussendlich rausbekommen, aber sehr viele Körperteile waren schwarz wegen der unterbrochenen Blutzirkulation. Her right leg was totally black. Ihr rechtes Bein war vollständig schwarz. One doctor said, we need to cut her leg off immediately. Und ein Arzt sagte, wir müssen ihr Bein sofort amputieren. Another doctor said, before we cut things off. Ein anderer Arzt sagte, bevor wir etwas abschneiden. Let's try putting her in a hyperbaric oxygen chamber. Dann lasst uns das Mädchen in eine Hochdrucksauerstoffkammer legen. They put her in a chamber like this and filled it full of pure oxygen under double atmospheric pressure. Sie legten das Mädchen in eine solche Kammer und legten doppelten Luftdruck an mit reinem Sauerstoff. Within a few hours, her leg turned pink. Und in ein paar Stunden wurde ihr Bein wieder rosa. They restored circulation. Sie haben die Blutzirkulation wieder in Gang gebracht. In the end, she had half of her small toe cut off. Und es musste nur am Zeh etwas amputiert werden. She is fine today. Und es geht ihr heute sehr gut. In Pensacola, Florida, they have the largest chamber in America. Und in Pensacola, Florida, haben sie die größte Sauerstoffdruckkammer in Amerika. In Germany, they treat stroke patients with hyperbaric oxygen. Und in Westdeutschland werden Patienten mit Schlaganfall in solchen Kammern behandelt. In England, they treat multiple sclerosis with hyperbaric oxygen. Und in England wird mit Sauerstoffüberdruck werden auch MS-Patienten behandelt. In India, they treat leprosy with hyperbaric chambers. Und in Indien wird Lepra so behandelt. They are using hyperbaric oxygen for treating many, many diseases. Und sie benutzen diese Überdruckkammern, um viele Krankheiten zu heilen. This boy is being treated for cerebral palsy. Okay, dieser Junge wird wegen, ich glaube, das ist Epilepsie behandelt. If doctors give more oxygen during surgery, only half as many patients get infections, only half as many get nauseated. Wenn also die Wahrscheinlichkeit der Übelkeit bei Patienten nach einer Operation wurde durch den extra Sauerstoff halbiert und auch die Anfälligkeit gegenüber Infektionen. A chamber in New York is treating autism. Und mit einer Sauerstoffkammer wird in New York Autismus behandelt. This is a small chamber for one person. Das ist eine Kammer für eine Person. Many professional teams have a sports teams have a hyperbaric chamber. Und viele professionelle Sportmannschaften haben ihre eigene Überdruckkammer. Why would they want one? Warum wollen die so eine? Their injured players will heal twice as fast. Weil ihre Spieler, ihre verletzten Spieler
haben dort eine zweimal kürzere Heilungszeit. This is a small hyperbaric sleeping bag. Und das ist ein kleiner Überdruckschlafsack. My son and his wife went with me to Alaska. Mein Sohn und seine Frau gingen mit mir nach Alaska. They had an oxygen bar where you could pay $5 and breathe oxygen while you eat lunch. Und da gibt's eine Bar, da kannst du für $5 während dem Essen Sauerstoff inhalieren. After 15 minutes you feel excited, ready to go shopping some more. So, und nach 15 Minuten bist du so aufgeregt und hast richtig Lust zum Einkaufen. A friend of mine in Oregon owns this chamber. Und ein Freund von mir aus Oregon besitzt diese Kammer. He said, "Would you like to try it?" Möchtest du das probieren?", fragte er mich. I said, "Of course." Und ich sagte, natürlich. He pumped the pressure up to 3 times normal pressure. Und er erhöhte den Luftdruck auf das Dreifache des normalen Maßes. I was breathing pure oxygen under triple pressure for about an hour. Und ich habe eine Stunde lang reinen Sauerstoff unter dreifachem Druck geatmet. When I got out of the chamber, und als ich rauskam, I felt like running around the world. Da habe ich mich gefühlt, als ob ich über die Welt rennen könnte. It was amazing. Das war wirklich aufregend, erstaunlich. A Japanese scientist started raising tomato plants with pressurized carbon dioxide. Und ein japanischer Botaniker hat Tomaten gezüchtet unter doppeltem Kohlendioxiddruck. He also filtered out the sunlight to give no UV light. Und hat auch das UV-Licht herausgefiltert. After 2 years, his tomato plant was almost 5 meters tall and produced 900 tomatoes. Nach 2 Jahren war diese Tomate fast 5 Meter hoch und produzierte 907 Tomaten. They moved the plant to Expo 1985. Und sie haben 1995 diese Pflanze auf die Expo, 1985, die Weltausstellung, umgezogen. They said it might grow 10,000 tomatoes off one plant. Und man kann also um die 10,000 Tomaten von einer Pflanze bekommen. The plant grew 40 feet tall, 13 meters. Die Pflanze wuchs 13 Meter hoch. And produced 15,000 tomatoes. Und produzierte 15,000 Tomaten. It was amazing. Das ist wirklich erstaunlich. A farmer in Iowa wanted to know why do the birds start chirping before the sun comes up. Ein Farmer in Iowa wollte wissen, warum fangen die Vögel morgens an zu singen. He discovered the chirping of the birds opens up the holes in the bottom of the leaf of the plant, the stomata. Ja. Und stellte fest, dass durch den Vogelgesang öffneten sich die Öffnungen, die Blattspalte der Pflanzen. So he began playing music to his cornfield. So fing an, seine Maisfelder mit Musik zu berieseln. His neighbors thought he was, you know, und sein Nachbar dachte, Mensch, der hat ja wohl eine Meise. Till his corn grew almost 5 meters tall. Aber sein Mais wächst 5 Meter hoch. He played it to his squash plant and they produced 5 squash per leaf instead of 1. Und hat auch seine Kürbisse mit Musik berieselt und die produzierten dann pro Blatt 5 Kürbisse anstatt einem. His black walnut trees grew twice as fast as normal. Und seine schwarzen Walnussbäume wuchsen doppelt so schnell wie früher. Let's see. I had a debate with the president of an atheist organization. Ich hatte eine Diskussion mit dem Präsident einer atheistischen Organisation. She said there are 80 separate layers of coal in the Midwest. Und diese Frau sagt, es gibt 80 verschiedene Schichten. I think I have it in German. One moment. Here we go. Es gibt 80 verschiedene Kohleschichten im mittelwestlichen Teil der USA. She's right. Und hier hat sie recht. She said, if you look at the amount of coal in the world today, und wenn Sie die Menge von Kohle in der Welt betrachten, there is so much coal, it would take a long time to put all this coal down. Und das würde sehr lange brauchen, damit diese ganze Pflanzenmasse in Kohle umgewandelt werden würde. Now she's wrong about this. Aber hier hat sie nicht recht. She is looking at the world today. Sie schaut die Welt heute an. And thinking that is how it has always been. Und denkt, die Welt war immer so wie heute. The Bible says the scoffers would be ignorant of how God made the heavens. Aber die Bibel sagt, die Spötter wissen nicht, wie Gott die Himmel geschaffen hat. Things were different before the flood came. Dinge waren anders, bevor die Flut kam. The world was mostly land. Die Erde bestand meistens aus Land. Today the world is mostly water.
Und heute besteht die Erde meistens aus Wasser. There is a coal mine in Wyoming, in Montana. Es gibt eine Kohlemine in Montana. That is 10,000 square miles of coal up to 60 meters thick. Und die haben dort Kohleflöze bis 60 Meter Dicke. That is a lot of coal. Das ist ein Haufen Kohle. Sometimes human artifacts are found in coal. Und manchmal findet man menschliche Gegenstände in Kohle. The textbooks say coal formed 200 million years ago. Die Schulbücher sagen, Kohle hat sich vor 200 Millionen Jahren gebildet. No, coal formed because of the flood. Nein, Kohle bildete sich wegen der Flut. This is the sole of a shoe found inside a lump of coal. Und hier hat man zum Beispiel eine Schuhsohle in einem Kohlebrocken gefunden. This iron pot was found inside a lump of coal. Und hier ein gegossener Eisentopf in Kohle. Human artifacts in coal show us the coal formed after humans lived. Und diese Gegenstände in der Kohle zeigen uns, dass die Kohle, nachdem Menschen existierten, sich gebildet haben muss. The Bible says there were plants over all the earth. Die Bibel sagt, dass es Pflanzen überall auf der ganzen Erde gab. It is not that way today. So ist es heute nicht mehr. Leaves have been found in Antarctica. In der Antarktis hat man Blätter gefunden. 250 miles from the South Pole, they find leaves. 400 Kilometer vom Südpol entfernt hat man ein großes Depot von Blättern gefunden. There are no trees growing at the South Pole. Am Südpol wachsen keine Bäume. Something was different. Etwas war anders. Today the Earth is 70% under water. Heute ist die Erde zu 70% unter Wasser. It is not that way. It was not that way when God first made it. Aber so war es nicht am Anfang, als Gott die Erde schuf. The Bible says He formed it to be inhabited. Gott sagt, er schuf die Erde, um bewohnt zu werden. Today only 3% of the Earth is habitable. Und heutzutage sind nur 3% der Erde bewohnbar. I believe when God first made the Earth, there were plants from pole to pole. Ich glaube, als Gott die Welt gemacht hatte, war die Welt voll mit Bäumen von Pol zu Pol. A layer of water above the earth would block out harmful effects from the sun. Eine Wasserschicht schützte die Erde vor den schädlichen Sonnenstrahlen. The sun produces many things besides light. Die Sonne produziert neben Licht noch viele andere Dinge. It produces X-rays. Sie produziert Röntgenstrahlung. They are very dangerous. Und es ist sehr gefährlich. How many of you have ever had an X-ray before? Wer von euch wurde schon geröntgt? I broke 9 bones growing up. Ich habe 9 Knochen während meines gebrochen, während ich herangewachsen bin. You go to the hospital and they say take off all your clothes. Du gehst ins Krankenhaus, sie sagen, komm, zieh deine Kleider aus. Put this little small gown on. Und zieh diesen kleinen Anzug an. It does not quite come together in the back. Und es kommt hinten nicht ganz zusammen. They say now walk down the hall about 12 kilometers. So, und jetzt gehst du diesen Gang runter 12 Kilometer. And you will see the X-ray room. Und dann irgendwann findest du den Röntgenraum. If you make it that far. Und wenn du es bis dahin geschafft hast. They say, oh, we're so glad you made it. Dann sagen sie, oh, wie wunderbar, dass du das geschafft hast. Would you please lay on this table? Bitte legst du dich auf diesen Tisch hier. They just got the table out of the freezer before you got there. Ja, und sie haben den Tisch aber vorher tiefgefroren. It is ice cold. Es ist wirklich eiskalt. And he puts a strange machine on top of you. Und über dir ist eine seltsame Maschine. He says, take a deep breath. Und dann sagen sie, nimm einen tiefen Atemzug. And then he walks out in the hall. Und dann geht der Mann raus. He says, hey doctor, why are you going in the hall? Und du sagst, hey Doktor, warten Sie, warum gehen Sie hier raus? Is this machine dangerous? Ist diese Maschine gefährlich? He says, no, it's harmless. Nein, nein, es ist harmlos. You say, how does this work, doctor? Ja, wie funktioniert denn dieser Apparat? He says, X-ray bullets come out of this machine like a machine gun. Röntgenkugeln, die kommen da raus wie aus einem Maschinengewehr. We are going to blow you full of holes. Und wir schießen dich voll mit Löchern. Wir durchlöchern dich. We're going to make a shadow of what's inside your body. Und dann machen wir ein Schattenbild von dem, was in deinem Körper ist. And this is in reverse image. Und das wird dann einfach auf einem Bild dargestellt, umgekehrt, negativ. That's why many radiologists have a negative outlook on life. So, und das ist, warum so viele Radiologen ein negatives Bild von der Welt haben. The X-rays from the sun are going right through your body right now. Und die Röntgenstrahlen der Sonne gehen auch jetzt durch deinen Körper hindurch. Your skin feels the full force of these X-rays. Und die Haut, deine Haut, kriegt die volle Wucht dieser Röntgenstrahlen zu spüren. It gets blown full of holes every day. Und wir werden durchlöchert jeden Tag. And your body must repair the damage. Und dein Körper muss den Schaden reparieren.
After 50 or 60 years, nach 50 oder 60 Jahren, everybody starts to notice you are not keeping up with damage control. Da merkst du, aha, die Schadensreparatur funktioniert nicht mehr so wie früher. Your skin begins to wrinkle up. Und deine Haut kriegt langsam Runzeln. Ja. Und die Bibel sagt in Hiob 16,8, und du hast mich mit Runzeln gefüllt. You say, I don't want to get old and wrinkled. Ah, ich möchte nicht alt und runzlig werden. If you don't want to get old and wrinkled, there are three things you can do about it. So, wenn du nicht alt und runzlig werden willst, kannst du drei Dinge dagegen tun. Number one, you can die early. Nummer eins, du kannst früh sterben. Number two, you can carry a lead or a concrete umbrella over your head. Du kannst einen Blei- oder Betonschirm über deinen Kopf halten. That will stop the X-rays. So, das würde die Röntgenstrahlen abhalten. Or you can do what the movie stars do. Oder du machst das, was die Filmstars tun. I was one day at the store walking, going to check out at the counter. So, ich war mal in einem Laden und auf dem Weg zur Kasse. And there were many magazines beside me. Und an der Seite gab es viele Zeitschriften. I saw a famous movie star's picture on there. Und ich sah das Bild eines berühmten Filmstars auf einer Zeitschrift. She was getting married for the 40th time. Und sie war, glaube ich, das 40. Mal verheiratet. I have heard a rumor about this lady. Und ich habe sehr viele Gerüchte über die Dame gehört. Someone told me she has a hole in her forehead. Und jemand sagte mir, sie hätte ein Loch in ihrer Stirn. Every morning she fills it in and covers it up with makeup. So, und jeden Morgen füllt sie es mit Make-up. But I'm a scientist, I like to learn things. So, ich bin ein Wissenschaftler und ich lerne gerne Dinge. So, I got my Swiss Army knife out. So, ich habe mein Schweizer Messer rausgeholt. It has a magnifying glass on it. Und da gibt es ein Vergrößerungsglas. I picked up the magazine and began staring at her forehead. Und ich habe das Magazin angeguckt und mit der Linse die Stirn ganz genau untersucht. I finally figured out what the hole was. Und dann schließlich habe ich rausgekriegt, was das Loch wirklich war. She has had so many facelifts over the years trying to get rid of the wrinkles. Sie hat so viele Liftings gehabt über die Jahre, um die Falten wegzubekommen. It's her belly button right there. Es ist ihr Bauchnabel. You say I don't want to get old and wrinkled. Oh, ich möchte nicht alt und runzlig werden. Before the flood, I don't believe they got wrinkled. So, ich denke, vor der Flut wurden sie nicht runzlig. They lived over 900 years. Sie haben über 900 Jahre gelebt. They really did. Wirklich, das taten sie. Some people say they were not really living to be 900. Manche Leute sagen, ach was, die haben nie 900 Jahre lang gelebt. They counted every month as a year. Die haben wahrscheinlich jeden Monat als Jahr gezählt. You have to divide the numbers by 12. So, man muss dann die Zahl durch 12 teilen. That's an even bigger miracle. Das ist wirklich ein noch größeres Wunder. Enoch was 65 when he begat Methuselah. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Two of these guys were 65. Zwei von diesen Jungs hier waren 65. Divided by 12, he was 5.5 when he became a father. Geteilt durch 12 bedeutet, er war 5.5, als er Vater wurde. I don't think so. Was für ein Wunder. They were really living to be 900. Sie haben wirklich 900 Jahre gelebt. And they got bigger. Und sie wurden größer. This is me standing by Robert Wadlow. Und hier siehst du mich neben Robert Wadlow. He was 2¾ meters tall. Er war 2,74 Meter groß. His shoe size is mine's 11. What's it different in Germany? Yeah. Don't ask me on these sizes. Four times. Ask my wife. Okay. Ich habe gesagt, er soll mich nicht nach diesen Größen fragen. Er soll meine Frau fragen. Ich kenne mich nicht so aus. Goliath, the Bible says, was 6 cubits and a span. Die Bibel sagt, Goliath war 6 Ellen und eine Spanne groß. Robert Wadlow was almost that tall. Und Robert Wadlow war fast so groß. We would consider that very large. Und ich würde sagen, das ist sehr groß. I think before the flood, people got bigger than that. Und ich glaube, dass die Leute vor der Flut noch größer waren. This man is 3.5 meters tall. Und hier sehen wir einen Mann 3.5 Meter lang. Well, long, not tall. Mm-hmm. He's long. He's laying down. Yeah. Er war 6 Meter groß. How would you like to have him on your basketball team? Huh? Den hätten wir gerne in unserem Basketballteam. Sometimes the women get upset with me and they say, "You said that was a man. Maybe it was a woman." Manchmal ärgern sich die Frauen über mich und sagen, wie kann man das unterscheiden, ob es ein Mann oder eine Frau ist? I taught biology and anatomy. Ich habe Biologie gelehrt und Anatomie.
I know how to tell the difference between a male and female skeleton. Und ich kann euch den Unterschied zwischen einem menschlichen und weiblichen Skelett zeigen. It is not the number of ribs. Es ist nicht die Anzahl der Rippen. Only Adam was missing a rib. Nur Adam hatte eine Rippe weniger. And only for a short time. Und nur für eine kurze Zeit. The lower rib is the only bone that will grow back if you take it out. Der untere Rippenknochen ist der einzige Knochen, der nachdem er entfernt wurde nachwächst. But there are two ways to tell the difference between a male and female skeleton. Aber man kann auf zwei Arten ein weibliches von einem männlichen Skelett unterscheiden. One way is to look at the feet. Der eine Weg ist auf die Füße zu gucken. If they're pointed toward the mall, it's a woman. Ja, wenn sie Richtung Einkaufszentrum zeigen, ist es eine Frau. The other way is to look at the joint where the jaw matches. Ja, der andere Möglichkeit ist, man guckt auf das Kiefergelenk. If that joint is worn out, it's a woman. Wenn es abgenutzt ist, ist es eine Frau. Many people don't realize Roman Emperor Maximus was 2.5 meters tall. Viele Leute wissen nicht, dass der römische Imperator Maximinus Trax 2,6 Meter groß war. A skeleton 9'8", almost 3 meters tall, was found in Indiana. In Indiana wurde ein Skelett gefunden, das fast 3 Meter groß war. Why don't we hear about this in our public school textbook? Warum hören wir nicht von so etwas in unseren Schulbüchern? Two skeletons, almost 3 meters tall, found in Virginia. In Virginia City wurden ebenfalls 2 Skelette um 3 Meter groß gefunden. In Louisiana, 20 skeletons were found, every one almost 3 meters tall. Und in Louisiana fand man 20 Skelette und jedes war fast 3 Meter groß. That was only 100 years ago. Das war nur vor 100 Jahren. Why don't they tell about that in the public school textbook? Warum hören wir davon nicht in den öffentlichen Schulbüchern? A skeleton 3 meters tall was found in Nevada. Und es wurde im Humboldtsee ein 3 Meter großes Skelett gefunden in Nevada. In Guam, they have giant stones there, and a legend that the giants built them. Und in Guam gibt es die großen Lattesteine, von denen es heißt, dass sie von Riesen erbaut wurden. In Indiana, 8 giants were found, 2.5 to 3 meters long. In Indiana fand man 8 Riesen zwischen 8 und 9 Fuß, also über 2.5 Meter. The museum was not interested in keeping them. Aber das Museum hatte kein Interesse, diese Skelette zu behalten. Why would a museum not want giant humans? Warum würde ein Museum solche großen Skelette ablehnen? Maybe they have another theory they are trying to preserve. Vielleicht haben sie dort eine andere Theorie, die sie gerne bewahren möchten. The evolution theory says we started off smaller and we're getting bigger and better. Die Evolutionstheorie sagt, wir fingen ganz klein an und wurden immer größer und größer und besser. Maybe the opposite is true. Aber ich denke, das Gegenteil ist wahr. A skeleton 3.5 meters tall was found in California. Ein Skelett mit 3.5 Meter Länge wurde in Kalifornien gefunden. Another one 3.5 meters tall was found in Arizona. In Arizona 1891 wurde ein 3.5 Meter großes Skelett gefunden. Der Mann hatte 6 Zehen. Six fingers and long hair. Red, yep. Mm-hmm. Who is moving these giant rocks? Wer hat diese großen Steine hier transportiert? That is a camel in front of it. Und du siehst ein Kamel davor stehen. This is a axe head that weighs 17, almost 18 kilograms. Und das ist hier eine Axtklinge, die fast 18 Kilogramm wiegt. Go swing a 5 kilogram sledge for a few hours and see why I wonder about this one. Versuch mal eine 5 Kilo schwere Axt eine Stunde lang zu benutzen. The Smithsonian in Washington is very busy hiding skeletons of giant people. Das Smithsonian Institut ist sehr bemüht, solche Funde zu verheimlichen. They are dedicated to preserving the evolution theory. Und sie möchten die Evolutionstheorie bewahren. They don't want you to hear about giants. Sie möchten nichts von Riesen hören. It might confuse the children. Das könnte die Kinder verwirren. This is a giant skull on display in a museum in Nevada. Hier ist ein Schädel ausgestellt im Humboldt Museum in Nevada. This is a normal thumb bone. Das ist ein ganz normaler Daumenknochen hier. Underneath is a giant human thumb bone. Und darunter siehst du einen Daumenknochen von einem Riesen. This is from a grave right near Mount Ararat in Turkey. Und das ist aus einem Grab in der Nähe des Berges Ararat in der Türkei.
The government of Turkey says they found the grave of Noah. Und die türkische Regierung sagt, sie haben das Grab Noahs gefunden. The skeleton was 12 feet tall, 3.5 meters tall. Und das Skelett war ca. 3.5 Meter lang. That would make his cubit a little bigger. Das macht die Elle ein bisschen größer. How big was that boat? Wie groß war das Boot? People say one man and three boys could not build such a large boat. Leute sagen, ein Mann und drei Jungs können nicht so ein großes Schiff bauen. You did not see those boys. Ja, aber du hast die Jungs nicht gesehen. This is a thigh bone found in Egypt. Und das ist ein Oberschenkelknochen, der in Ägypten gefunden wurde. The man would have been over 13 feet tall, over 3 meters tall. Ja, und dieser Mann, der war bestimmt fast 4 Meter lang. These jaw bones are on display right now in Turkey. Und diese Kieferknochen kannst du heute sehen in der Türkei ausgestellt. It is 20 centimeters across the joint. Und der Kiefer ist 20 cm breit. Any one of us could put our head inside and move it back and forth. Und jeder von uns könnte seinen Kopf reinstecken und rein und raus sehen. In Wisconsin, a giant human skull was found 3 times the size of ordinary humans. Und in Wisconsin hat man einen menschlichen Schädel gefunden, der 3-mal so groß war wie der eines heutigen Menschen. The Bible says there were giants in the earth in those days. Die Bibel sagt, in jenen Tagen waren Riesen auf der Erde. Welcome back to session number 4 about the Garden of Eden. So, und jetzt gehen wir weiter zur Lektion 4 über den Garten Eden. The Bible says God would make man in his own image. Die Bibel sagt, Gott machte die Menschen in seinem Ebenbild. If we are made in the image of God, und wenn wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, why do we teach the kids this is grandfather? Warum sagen wir den Kindern, dass das Opa ist? Is it possible for an ape-like creature to turn to a human? Ist es möglich für ein affenähnliches Wesen, sich in einen Menschen zu verwandeln? So, what is the truth about these cavemen? Was ist die Wahrheit über diese sogenannten Höhlenmenschen? Well, there have always been people who live in caves. Es gab immer Leute, die in Höhlen gewohnt haben. Here is the world's most wanted caveman, right there. Und hier ist der am meisten gesuchte Höhlenmensch. But there have always been people that live in caves. Es gab immer Menschen, die in Höhlen gelebt haben. Nebraska man is a good place to start. Ja, lasst uns anfangen mit Nebraska Mann. All they found for Nebraska man was one tooth. Und alles, was sie je vom Nebraska Mann gefunden haben, war ein einziger Zahn. The entire man would fit in a box this big. Und der ganze Mensch, der hätte in eine kleine Schachtel so groß gepasst. They made the entire man out of imagination and plaster of Paris. Sie haben den ganzen Menschen nachrekonstruiert aus einem Zahn mit sehr viel Fantasie. And they made his wife also. Und sie haben auch seine Frau gemacht. You have to be good to know what his wife looks like from his tooth. Und du musst wirklich sehr gut sein, um von einem Zahn herauszukriegen, wie seine Frau ausgesehen hat. Later they found out the tooth actually came from a pig. Und später stellte sie heraus, der Zahn war ein Schweinezahn. There's the real Nebraska man. Ja, das ist der wirkliche Nebraska Mensch. Then we have Piltdown man. Dann gibt es den Piltdown Menschen. Piltdown man was a fraud. Der Piltdown Mensch war eine Fälschung. In 1912 they announced they had proved the evolution theory. 1912 sagte man, ja, wir haben die Evolutionstheorie bewiesen. For 40 years this was in the textbooks as evidence for evolution. Und 40 Jahre lang war der Piltdown Mensch als Beweis für Evolution in den Schulbüchern. It was a fake. Es war eine Fälschung. It was the head from a monkey. Es war der Kopf eines Affen. And a jaw from a human. Und der Kieferknochen eines Menschen. Neanderthal man is still in the textbooks. Der Neandertaler ist immer noch in den Schulbüchern. It was found here in Germany. Er wurde hier in Deutschland gefunden. The back was bent over. Der Rücken war nach vorne gebeugt. And some people said, oh, monkeys walk on 4 legs. Und Leute sagen, ja, die Affen laufen auf 4 Beinen. And man walks on 2. Und Menschen laufen auf 2 Beinen. And this one is bent over. Und der ist hier nach vorne gebeugt. So he's slowly evolving. He's coming up. So er evolviert langsam. Er entwickelt sich langsam. They proved over 100 years ago it was just an old man with arthritis. Und vor ungefähr 100 Jahren hat man bewiesen, es war bloß ein alter Mann mit Arthritis. About 300 Neanderthals have been found. Man hat ungefähr 300 Neandertaler gefunden.
The brain was 13% bigger than ours. Und das Gehirn war 13% größer als unser Gehirn. They were perfectly normal humans otherwise. Sie sind ganz normale, vollkommene Menschen. They gave the same skull to 9 different artists and said, "What did it look like?" Und sie gaben den gleichen Schädel an 9 verschiedene Künstler. They got 9 different pictures. Und man erhielt 9 verschiedene Bilder. What do you want him to look like? So, wie möchtest du denn, dass er aussieht? They are artists. They can do what they want. Das sind Künstler. Die können machen, was sie wollen. A famous American scientist named Jack Caruso. Und ein berühmter amerikanischer Wissenschaftler namens Jack Caruso. He studied all the Neanderthal skeletons. Er hat alle diese Neandertal-Skelette untersucht. And said they are simply deformed by disease. Er sagt, die sind einfach nur verformt durch Krankheiten. Deformiert. Before the flood, people lived to be 900. Vor der Flut lebten Leute ungefähr 900 Jahre. After the flood, they still lived to be 400 for a while. Und nach der Flut lebten sie eine Zeit lang noch 400 Jahre. And then 200. Und dann 200 Jahre. And then 100. Und dann 100 Jahre. The bones of your eyebrow never stop growing. Die Knochen deiner Augenbrauen hören nie auf zu wachsen. If a person could live to be 300 or 400 years old, their bones would be very large. Und wenn eine Person 300-400 Jahre lebt, dann würden ihre Augenbrauen sehr stark ausgeprägt sein. The Neanderthals were normal humans who were living very, very long. Die Neandertaler waren normale Menschen, die sehr, sehr lang lebten. This is an excellent book about this subject. Das ist hier ein ganz exzellentes Buch über dieses Thema. Jack Caruso is coming to speak at my conference in September in Pensacola. Und Jack Caruso kommt auf meine Konferenz im September in Pensacola und wird dort einen Vortrag halten. You can see our website, Dr. Dino, for more information. Und du kannst auf unsere Webseite schauen, um mehr Informationen zu kriegen. Das ist www.drdino.com. Cro-Magnon man was in the textbooks for years. Der Cro-Magnon-Mensch war jahrelang in den Schulbüchern. They are perfectly normal. Aber sie sind ganz einfach wie wir, normal. No different than us today. Es gibt keinen Unterschied zu uns heute. Australopithecus africanus is still in the textbooks. Der Australopithecus africanus ist immer noch in den Schulbüchern. It was proven way back in 1973 it cannot be a missing link. Und 1973 wurde bewiesen, dass er kein Zwischenglied sein kann. Why do they keep this in the textbook? Warum haben sie es immer noch in den Schulbüchern? The most famous one today is Australopithecus afarensis. Der berühmteste heutzutage ist der Australopithecus afarensis. Better known as Lucy. Besser bekannt als Lucy. This was found in 1974 in Africa. Sie wurde 1947 in Afrika gefunden. He said the angle of the femur proves she was becoming a human. Und sie sagen ja, der Winkel des Oberschenkelknochens beweist, dass es The angle of the femur proves she's learning to walk upright, becoming a human. Okay, der Winkel des Oberschenkelknochens beweist, dass sie sich zu einem Menschen entwickelte. The leg of an ape is a straight line. Der Schenkel eines Affen hat eine gerade Linie oder das Bein, ja. Lucy's femur was angled off to the side. Aber der Oberschenkelknochen von Lucy war zur Seite geneigt. He said that means she's becoming a human. Und das bedeutet, sie wird ein Mensch. No, any monkey that climbs trees has an angled femur. So, jeder Affe, der auf Bäumen rumklettert, hat einen gebogenen Oberschenkelknochen. Hier ist der Oberschenkel angewinkelt. This does not prove it's becoming a human. Und das bedeutet nicht, dass er ein Mensch wird. He said the thigh bone is bigger than normal monkeys. Und sie sagen, der Gelenkknochen ist größer als ein normales Affenknie. That does not prove it's becoming a human. Aber das bedeutet nicht, dass es ein Mensch wird. The bones of a Clydesdale are slightly bigger than a regular horse. So, die Knochen von diesem Pferdetypus sind größer als die eines normalen Pferdes. That does not prove it is becoming a truck. Und es bedeutet nicht, dass sich zu einem Lastwagen entwickelt. There are big horses and small horses today. Es gibt heute große und kleine Pferde, die nebeneinander existieren. At the St. Louis Zoo, they put human feet on their Lucy display. Im Tierpark von St. Louis wird eine Nachbildung von Lucy ausgestellt mit menschlichen Füßen und Händen. Not one foot bone was found. Aber es wurde kein einzelner Fußknochen gefunden. Every other Australopithecine had curled toes.
Jeder andere Australopithecus hatte gebogene Zehenknochen. The zoo director was told his statue is a lie. Und dem Zoodirektor wurde mitgeteilt, dass seine Statue hier eine Lüge ist. He said, we can't change every display. Wir können nicht jede Ausstellung ändern. We think that this display gives the correct idea. So, und wir denken, dass hier der richtige Eindruck erweckt wird. So they will lie to your kids coming through the museums to make them believe evolution. Und wenn deine Kinder ins Museum gehen, werden sie dort angelogen, damit sie an Evolution glauben. In Africa they found perfectly normal human footprints. In Afrika fanden sie vollständig normale Fußabdrücke, menschliche Fußabdrücke. But they were supposedly too old for humans to be there. Aber sie waren offensichtlich zu alt, um von Menschen zu sein. One scientist studied people who never wear shoes. Und ein Wissenschaftler hat Leute untersucht, die niemals Schuhe trugen. He said their footprints are identical to the footprints found in Africa. Und er sagte, dass ihre Fußabdrücke genau gleich sind wie die, die man in Tansania gefunden hat. He said if we didn't know the footprints were so old, we would think they were made by a human. Und wenn wir nicht wüssten, dass diese Fußabdrücke so alt wären, würden wir denken, sie sind von einem ganz normalen Menschen. His foot was exactly like ours. Die Fußform war genauso wie unsere Fußform. But in National Geographic they put ape-like creatures on top of these footprints. Und in einer Zeitschrift namens National Geographic wurde dieses Bild auf die Titelseite gebracht. And they added the toe separation. Und hier hat man den Fußabdrücken einen Zehen hinzugefügt, ein abgetrennter oder separierter Zeh. Here they show evolution, but notice the feet. All of the animals have the same feet. Und hier wird uns Evolution gezeigt und schau, die Tiere haben alle die gleichen Füße. This is propaganda. Das ist Propaganda. Apes' feet and human feet are very different. Affenfüße und Menschenfüße sind sehr unterschiedlich. Apes can hang from a tree branch by their feet. Affen können sich mit ihren Füßen von einem Baum hängen. If you want to try that, maybe practice with a low branch. So, und wenn du das ausprobieren willst, dann fang bitte mit einem niedrigen Zweig an. All the experts that study Lucy say it is not a missing link. Alle Experten, die Lucy studiert haben, sagen, sie ist kein fehlendes Zwischenglied. Why do they keep this in our textbook? Aber warum bleibt es immer noch in den Schulbüchern stehen? There may be some of these creatures still alive. Und möglicherweise sind von diesen Wesen immer noch welche lebendig. We could spend much time about the cavemen. Wir können noch viel Zeit mit den Höhlenmenschen verbringen. Each one has been proven wrong. Jeder von ihnen, es wurde bewiesen, dass jeder von ihnen falsch war. There are several good books about this. Und es gibt sehr viele gute Bücher darüber. Let's see. Mm-hmm. I would recommend this one. Ich empfehle dieses Buch hier. If you want to study more about the cavemen. Mm-hmm. Many states have laws that require textbooks to be accurate. Und viele Staaten haben eine gesetzliche Vorschrift, die sagt, dass Schulbücher also akkurat sein müssen. California requires textbooks to be accurate. Die kalifornischen Schulbücher sollten faktisch akkurat sein. That is a good law. Mhm. Das ist ein gutes Gesetz. Texas requires instructional materials to be accurate. Die Unterrichtsmaterialien sollen Informationen wahrheitsgetreu und objektiv darstellen. I don't know if Germany requires that or not. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch verlangt wird. But it is common sense. Aber es ist gesunder Menschenverstand. You should not lie to the children. Du solltest die Kinder nicht anlügen. Minnesota textbooks says teachers shall not deliberately suppress or distort subject matter. Ein Lehrer, und zwar in Minnesota, gibt es eine Vorschrift, die sagt, ein Lehrer soll nicht absichtlich einen Lerninhalt unterdrücken oder verzerren. This Minnesota textbook uses many things that have been proven wrong. Und dieses Schulbuch aus Minnesota benutzt sehr viele Dinge, die einfach falsch sind. Why are we still lying to our students? Warum lügen wir unsere Schüler immer noch an? Modern man used to be called Homo sapien. Der moderne Mensch wird als Homo sapiens bezeichnet. Today it's Homo sapiens sapien. Und heute wird er Homo sapiens sapiens genannt. Sapien means wise. Sapien bedeutet weise. The Bible says, professing themselves to be wise, they became fools. Und die Bibel sagt, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. If you think your ancestors swung by their tails, you're a fool.
Und wenn du denkst, dass deine Vorfahren sich mit einem Schwanz vor swam with their tails. Swang. Okay, nicht swim. Okay, dass die mit Schwänzen in den Bäumen rumgeturnt sind, dann bist du ein Narr. Klar. They say he's the daddy of us all. Sie sagen hier, das ist der Papa von uns allen. That is silly. Das ist dumm. You don't know he's the daddy of anybody. Du weißt nicht, ob er der Papa von irgendjemand ist. When you find bones in the dirt, you don't know they had any children. Wenn du Knochen im Dreck findest, weißt du nicht, ob diese Person je Kinder hatte. If you find a fossil in the dirt, all you know is it died. Wenn du ein Fossil im Boden findest, dann ist das Einzige, was du weißt, es ist tot. You can't prove it had any children. Du kannst nicht beweisen, dass es je Kinder gehabt hat. You sure can't prove it had different children. Du kannst doch nicht wissen, dass es unterschiedliche Kinder gehabt hat. And why would you think bones in the dirt can do something animals today cannot do? Und warum denkst du, dass Knochen im Dreck etwas tun können, was lebendige Tiere heute nicht können? Animals today only produce the same kind. Tiere heutzutage bringen immer nur Tiere gleicher Art hervor. Where does the Stone Age fit into the Bible? Wie passt die Steinzeit zur Bibel? Well, after the flood, they could not tell their sons to go to the hardware store. So nach der Flut konnte Noah nicht zu seinen Söhnen sagen, ja, geht rüber in den Baumarkt. There were no hardware stores. So es gab keine Baumärkte. You would have to rebuild civilization. So, du musst die Zivilisation wieder aufbauen. You would have to start with whatever is available. Und du musstest einfach das nehmen, was da war. So they would make stone tools. So, deswegen haben sie Steinwerkzeuge gemacht. It would take a while to find the iron ore and dig it out of the ground and make the tools. Und es hat eine Zeit lang gebraucht, bis man Eisenerz gefunden hatte und dieses Erz zu Eisen einfach umformen konnte. And these people would not want to carry 25 kilograms of tools with them when they travel. Und weil die Leute nicht 25 Kilo Werkzeug mit sich tragen wollten, während sie reisten, it is smarter to go find the animals. Ist es viel schlauer, dahin zu gehen, wo man die Tiere findet. And then make your tools right there. Und mach dann dort deine Werkzeuge neu. Kill the animals and eat them. Töte die Tiere, iss sie. And leave the tools and go do it again. So, und schmeiß dein Werkzeug weg und mach später wieder. Some scientists look at the tools and say they are not very good. They must be stupid. Und manche Wissenschaftler schauen diese Steinwerkzeuge an und sagen, die sind nicht sehr gut. No, maybe he's in a bigger hurry. So, die sind vielleicht deswegen nicht gut, weil der Hersteller in Eile war. The mammoth is getting away. So, der Mammut, der lief weg. So it has nothing to do with intelligence. So, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Not only were people living longer before the flood, animals were also. Nicht nur die Menschen haben länger vor der Flut gelebt, auch die Tiere. And they were probably bigger. Und sie waren sehr wahrscheinlich größer. This is a rhinoceros 5.5 meters tall. Oh, ein Rhinoceros, 5.5 Meter groß. People say that's a prehistoric animal. Leute sagen, das ist ein prähistorisches Tier. No, there is no such word as prehistoric just 100 years ago. Vor 100 Jahren gab es dieses Wort prähistorisch noch gar nicht. I got some old dictionaries and tried to look up the word prehistoric. Ich habe ein paar alte Wörterbücher und ich habe nachgeschlagen. In 1766 it was not there. Okay, 1766 gab es das Wort prähistorisch nicht. Ja, kein Wort für prähistorisch. In 1860 the word was not in the dictionary. Auch 1860 gab es dieses Wort nicht im Wörterbuch. Before the flood came, things were very different. Bevor die Flut kam, waren die Dinge sehr anders. Insects would grow much larger. Insekten wurden sehr viel größer. Insects breathe through their skin. Die Insekten atmen durch ihre Haut. They are limited on size by how much oxygen they get. Und sie sind in ihrer Größe dadurch begrenzt, wie viel Sauerstoff sie aufnehmen können. Insects that grow in water with extra oxygen get much bigger. Und Insekten, die in Wasser leben, das mit mehr Sauerstoff angereichert wurde, werden größer. As an animal gets larger, the surface area to volume ratio gets smaller. Wenn etwas größer wird, hat es weniger Oberfläche im Vergleich zu seiner Masse. Deswegen können riesige Insekten in der heutigen Atmosphäre nicht mehr atmen. So if they are breathing through their skin, they have a big problem. Wenn sie durch ihre Haut atmen müssen, haben sie ein Problem. Ja. And yet giant insects have been found in the fossils. Und doch hat man riesige Insekten als Fossilien gefunden.
This is a dragonfly with a 1¼-meter wingspan. Und hier sehen wir eine Libelle, 1,3 Meter Flügeldurchmesser. Flügeldurchmesser, ja. In Italien. Ja. Flügellänge 1,27 Meter, ja. Cockroaches have been found that are very big. Oh, riesige Kakerlaken hat man gefunden. Up to 45 centimeter long. Kakerlaken 45 cm lang wurden als Fossilien gefunden. It's a big cockroach. Centipede. Where is Thüringen? Thüringen, ja. Yeah, is that close? Ja, ja, nördlich, north. North? North. This 2½-meter centipede fossil found here in Germany. Okay, man hat das Fossil von einem 100-Füßler, 1000-Füßler, gefunden in Thüringen, 2,6 Meter lang. Grasshoppers, 60 centimeters long. 60 Zentimeter große Grashüpfer wurden gefunden. That's a big grasshopper. Spiders with a 1 meter leg span. Spinnen mit einem Bein, mit einer Beinlänge von 1 Meter wurden gefunden als Versteinerung. That's a big spider. Das ist eine dicke Spinne. Cattails, 60 feet tall, that's 20 meters. 20 Meter große Binsen hat man gefunden. 9 foot high donkey, 2.75 meter. Okay, fast 3 Meter große Esel wurden in Texas ausgegraben. That's a big donkey. Das ist ein großer Esel. There's buffalo horns with a 3.7 meter span. Büffelhörner mit einer Spannweite von 3,7 Metern wurden gefunden. That's a big buffalo. Das ist wirklich ein großer Büffel. Elk have been found with antlers 3.7 meters. Und Elche mit einem Geweih von 3,7 Meter Spannweite wurden gefunden. Kangaroos 3 meters tall have been found. Und Kängurus mit 3 Meter Größe wurden gefunden. And a wombat, the same size as a mini a car. Und ein Wombat, das ist so eine Art wie ein Bär, ein Beutelbär, so groß wie ein Mini. A goose found as tall as an elephant. And half a ton. Ah, Gänse. Gänse so groß wie ein Elefant wurden gefunden. Mm, lecker. For Christmas dinner. I like to eat it. Yes, for Christmas dinner. Beavers 2.4 meters long have been found. Fast 2½ Meter lange Biber wurden als Versteinerung gefunden. That's a big beaver. Das ist ein großer Biber. Here's one from Ohio, about 2 meters long. Und hier ist ein Biberschädel von einem Biber, der circa 2 Meter lang war. If you had bigger trees before the flood, you need bigger beavers to chew them down. Ja, wenn du vor der Flut größere Bäume hattest, dann brauchtest du auch größere Biber. Salamanders, almost 2 meters long. Salamander mit mehr als einem Meter Länge. Extra air pressure would also mean you get bigger fish. Und höheren Luftdruck bedeutet auch, dass du größere Fische kriegst. Because fish have to breathe underwater. Die Fische müssen unter Wasser atmen. And air pressure pushes gas into the water. Und der Luftdruck drückt die Luft in das Wasser. This is a jaw from a shark. Das ist hier ein Haikiefer. Gebiss eines Hais. If the shark's tooth is 1 centimeter, the shark was probably 1.8 meters long. Und wenn es gibt eine Regel, wenn der Hai Zahn 1 Zentimeter lang ist, dann ist der Hai ungefähr 1,8 Meter lang. Shark's teeth have been found that are huge. Man hat Haiknochen oder Haizähne gefunden, die wirklich groß sind. This is a large turtle. Das ist eine große Schildkröte. Things were bigger before the flood. Vor der Flut waren die Sachen größer. Megalodon. Dr. Baugh is raising piranha with stronger electromagnetic field. Okay, Dr. Baugh, der züchtet Piranhas, die mit einem 4-mal so starken elektrischen Feld behandelt werden, wie es heute vorherrscht. They are 4 times larger than normal. Und sie sind 4-mal so groß wie die normalen. I believe everything was bigger before the flood. Ich glaube, alles war vor der Flut größer. These oyster shells were found 2 miles above sea level. It's at
3.5 kilometers. Das ist eine Austernschale und die wurde also 2 Meilen über dem normalen Nullniveau gefunden. And they weigh about 200 kilograms. Nun, die haben so circa 200 Kilogramm gewogen. That's a big oyster. Eine große Auster. Petrified clams are found like this on top of Mount Everest. Und versteinerte Muscheln hat man oben auf Mount Everest gefunden. Mount Everest is a little ways from the beach. Und Mount Everest ist schon etwas weg vom Strand. And clams do not climb mountains very well. Ja, und die Muscheln sind keine sehr guten Bergsteiger. And the clams are closed. So, und die Muscheln sind geschlossen. When a clam dies, it opens. Wenn eine Muschel stirbt, dann öffnet sie sich. How do you get closed petrified clams on top of mountains? So, wie kriegst du geschlossene, versteinerte Muscheln auf den Mount Everest? They had to be buried alive. So, die müssen wirklich am Leben gewesen sein. In Seminar Part 6, we talk more about the mountains. Und im Seminar Nummer 6 werden wir mehr über die Berge reden. Fossil birds have been found 4 meters tall. Man hat fossilierte Vögel gefunden mit einer Größe von 4 Metern. And lizards grew to be huge. Und Echsen werden normalerweise sehr groß. Reptiles never stop growing. Reptilien hören nie auf zu wachsen. What would reptiles look like in the Garden of Eden? Wie haben Reptilien wohl im Garten Eden ausgesehen? What if they could live to be 900 years old? Wenn sie 900 Jahre leben konnten. You would have a big lizard. Du hast eine große Echse. I believe dinosaurs were just big lizards that lived with Adam and Eve. Ich glaube, Dinosaurier waren einfach nur große Echsen, die mit Adam und Eva lebten. The textbooks say dinosaurs lived millions of years ago. Und die Schulbücher sagen, dass die Dinosaurier vor Millionen von Jahren gelebt haben. I don't believe that. Aber das glaube ich nicht. They were just big lizards. Das waren einfach große Echsen. Human bones and dinosaur bones have been found together. Menschliche und Dinosaurierknochen wurden zusammen gefunden. Human footprints and dinosaur footprints have been found together. Menschliche Fußspuren in Dinosaurierfußspuren wurden gefunden. We have much information on that on our website. Und auf unserer Homepage gibt es sehr viele Hinweise darüber. These stones show people riding dinosaurs. Und diese Steine hier zeigen, wie Leute auf Dinosauriern ritten. We have 4 of these stones in my museum in Pensacola, Florida. Wir haben 4 dieser Steine in meinem Museum in Pensacola, Florida. This petrified hammer was found in Texas. Und hier wurde ein versteinerter Hammer in Texas gefunden. They had iron before the flood came. Man hatte Eisen, bevor die Flut kam. The footprints found with dinosaur footprints are very big. Und die Fußabdrücke, die man bei den Dinosaurierfußabdrücken gefunden hatte, waren sehr groß. About 2 meters between steps. Und die hatten eine Schrittlänge von 2 Metern. We have much information on that. Und wir haben da noch sehr viel Information darüber. The man who owns the museum there is also coming to speak at my conference this September. Und der Eigentümer des Museums dort kommt auch auf meine Konferenz. The Bible says Tubal-Cain was instructor of artificers in brass and iron. Und die Bibel sagt, Tubal-Cain war ein Meister in allerlei Erz und Eisenwerk. They knew about iron before the flood came. Sie wussten, wie man mit Eisen umgeht vor der Flut. This is the bell found inside a lump of coal. Und hier ist eine Glocke, die man in einem Kohlebrocken gefunden hat. Textbooks say coal formed in the Carboniferous era. Und die Schulbücher sagen, dass die Kohle im Zeitalter des Carbon gefunden oder hergestellt wurde oder entstand. Das war vor 250 Millionen Jahren. That is not true. Aber das ist nicht wahr. Coal formed in the flood. Die Kohle wurde in der Flut geformt. One woman broke open a lump of coal and found a gold chain about 10 inches long, 15 centimeters? Yeah. No. Ja. Yeah. Yeah. Mm, yeah. Okay, eine Frau hat einmal einen Kohlebrocken auseinandergebrochen und dort eine kleine Goldkette drin gefunden. This is the iron pot found inside a lump of coal. Und hier dieser gusseiserne Topf, der in einem Kohlebrocken gefunden wurde. Here I am holding a very small doll. Und hier halte ich eine sehr kleine Puppe in der Hand. This was found in Idaho. Diese Puppe wurde in Idaho gefunden. 320 feet, about 100 meters below the surface. Und zwar 100 Meter unter der Erdoberfläche. In einer Steinschicht
die angeblich 12 Millionen Jahre alt war. In America, the Smithsonian hides many things that go against the evolution theory. Und in Amerika gibt es ein Institut, das Smithsonian Institut, und das ist verantwortlich, dass viele Beweise gegen die Evolutionstheorie zurückgehalten werden. You probably have museums here that do the same thing. Und du hast, oder wir haben hier wahrscheinlich auch Museen, die das genauso machen. Let's see. God gave them a perfect world and a perfect diet. Gott gab den Menschen damals eine vollkommene Welt und einen vollkommenen Speiseplan. He told them to eat the fruit, the herbs, the vegetables and the seeds. Und Gott sagte ihnen, sie sollten das Kraut essen, das Obst und die Samen. We don't do that very much. Und das tun wir heute nicht mehr so. We eat the hamburger, French fries and Coke. Wir essen die Hamburger, die Pommes und die Cola. God said, eat the fruit, the vegetables and the seeds. Und Gott sagte, ess die Früchte, das Gemüse und die Samen. When you eat the fruit, you should eat the seed. Und wenn du die Früchte isst, dann solltest du auch den Samen essen. When you eat a peach, you should eat the seed. Wenn du einen Pfirsich isst, dann solltest du den Samen essen. You say, that's too hard. Und du sagst, nein, es ist ja viel zu hart. No, you crack it open, there's a nut inside. Ja, du brichst diesen Kern auf und findest darin eine Nuss. It looks like an almond. Es sieht aus wie eine Mandel. And it tastes terrible. Und es schmeckt schrecklich. Be sure to get organically grown seeds. So sei einfach sicher, dass biologisch angebautes Obst auf deinem Speiseplan steht. The seed tastes very bitter. Der Samen schmeckt sehr bitter. It will give you a pucker that will last about an hour. Und es wird deinen Mund trocken machen, fast für eine Stunde. Some of the old timers say pucker, pucker. What is that for? Manche altmodische Leute sagen, was bedeutet das, diese die Lippen nach vorne tun wie ein Kuss? Yes, this. Okay. The seeds contain a chemical called cyanide. Und diese Samen enthalten Cyanid. People say, oh, this is poisonous. Und Leute sagen, oh, das ist ja giftig. No, it is fine. Nein, es ist in Ordnung, es ist gut. Hydrogen is explosive. Wasserstoff ist explosiv. The people on the Hindenburg found out. Das haben die Leute auf der Hindenburg rausgefunden. And oxygen supports combustion. Und Sauerstoff unterstützt die Verbrennung. But if you mix hydrogen and oxygen together, aber wenn du Sauerstoff und Wasserstoff mischt, you get water. Dann kriegst du Wasser. It does not explode. Und Wasser explodiert nicht. The cyanide in the seeds is harmless. Das Cyanid in dem Samen ist harmlos. It actually helps to kill cancer. Es hilft in Wirklichkeit, den Krebs abzutöten. Ja. There is a website where you can get this vitamin, vitaminb17.de, here in Germany. Ja, und es gibt eine Webseite, vitaminb17.de, wo du wahrscheinlich dieses Buch kriegen kannst und auch Vitamin B17 als Krebsvorsorge und Behandlung. There's a tribe of people in northern Pakistan called the Hunza. Im nördlichen Pakistan gibt es ein Volk, die Hunza. Their favorite food is the apricot seeds. Und ihre Hauptnahrungsquelle ist der Aprikosensamen. They typically live more than 90 years. Sie leben in der Regel mehr als 90 Jahre. They never get cancer. Und sie kriegen nie Krebs. People who take nutritional therapy have a much better chance of survival from cancer. Okay, Krebspatienten, die sogenannte Ernährungstherapie anwenden, haben eine viel größere Chance, ihren Krebs zu überwinden. For many years, sailors died of a disease called scurvy. Viele Jahre lang starben die Seeleute an einer Krankheit namens Skorbut. The German Navy lost 1 million sailors to scurvy. Und die deutsche Marine verlor 1 Million Seeleute wegen Skorbut. It was cured by vitamin C. Und die Heilung für Skorbut ist Vitamin C. Und das war die britische Margit. They learned if they take out the vitamin E, the lecithin and omega-3 fatty acids. Und sie kriegten heraus, wenn man das Vitamin E, Lecithin und die Omega-3 Fettsäuren entfernt, dann hält das Brot länger. They remove those from the wheat and the bread lasts for weeks. So, sie haben dem Weizen diese Nahrungsmittelbestandteile entzogen und das Brot hält jetzt viel, viel länger. The people don't last this long. Aber die Leute halten nicht mehr so lange. But the bread lasts longer. Aber das Brot hält länger. The whiter the bread, the quicker you're dead. Ja, je weißer das Brot, desto schneller bist du tot.
The two basic philosophies of health and medicine. Und die zwei Hauptphilosophien von Gesundheit und Medizin. One philosophy is based on evolution. Die eine Philosophie ist auf Evolution gegründet. They say your body is nothing but chemicals. Und die sagen, dein Körper ist nur ein Haufen zufälliger Chemikalien. So if you are sick, you take more chemicals. So wenn du krank bist, nimmst du einfach ein paar Chemikalien. This is called drug therapy. Ja, das ist die medikamentöse Behandlung. If you have a headache, the doctor says, take an aspirin. So wenn du Kopfschmerzen hast, dann sagt der Arzt, nimm einfach Aspirin. Well, what caused the headache? Aber was hat den Kopfschmerz verursacht? Was it the lack of an aspirin that caused the headache? War das der Mangel an Aspirin, was deinen Kopfschmerz verursacht hat? Aren't you treating the symptom, not the cause? Behandeln wir hier nicht das Symptom anstatt die Ursache? No. If your oil light comes on your car, you have two choices. Wenn die Ölkontrollleuchte bei deinem Auto leuchtet, hast du zwei Möglichkeiten. Find the problem and fix it. Finde das Problem und löse es. Or unplug the light. Oder mach das Lämpchen aus. You say, that would be stupid to unplug the light. Ah, das wäre ja wirklich blöde, die Lampe auszuschalten. The light is not the problem. Das Licht ist nicht das Problem. The light is telling you about a problem. Sondern das Lämpchen zeigt mir, da gibt's ein Problem. And your headache is not your problem. So, der Kopfschmerz ist nicht das Problem. It is telling you about a problem. Der Kopfschmerz erzählt dir was über ein Problem. You are probably low in some vitamins or minerals. So, möglicherweise hast du viel zu wenig Mineralstoffe und Vitamine in deinem Körper. You can look in your medicine cabinet. Du kannst mal in deinen Medizinschrank schauen. All of these things unplug lights. So, und alle diese Dinge hier, die tun die Lämpchen ausschalten. And sometimes that is necessary. Manchmal ist es nötig. But I would not do that for a lifetime. Aber ein Leben lang wollte ich das nicht tun. The drug companies don't make money when you are well. Und die Pharmaindustrie verdient kein Geld an dir, wenn du gesund bist. Many diseases are caused by lack of vitamins. Viele Krankheiten werden durch Vitaminmangel verursacht. If you have warts, you can take zinc and they will go away. Wenn du Warzen hast, dann nimm Zink, dann werden sie verschwinden. That is a very interesting study. Das ist ein sehr interessantes Studium. We have much more on that subject on a videotape I have called The Bible and Health. Und wir haben über dieses Thema ein extra Video. Yeah, it's not on here. Just have a video called The Bible and Health. Okay, und dieses Video heißt auf Deutsch Die Bibel und die Gesundheit. Okay. In 1885, there was a doctor in Vienna who was horrified because 30% of the women giving birth died in the hospital. Ja, in 1845 gab es in Wien einen Arzt, Dr. Semmelweis. Der war schockiert von der fürchterlichen Todesrate von Frauen, die nach der Entbindung starben. 30% der Gebärenden starb damals. He noticed that doctors would examine the dead bodies and then without washing their hands go examine the expectant mothers. Und er beobachtete, wie die Ärzte die Leichen untersuchten und dann ohne ihre Hände zu waschen die Patienten untersuchten. He insisted that doctors wash their hands before delivering babies. Und er bestand darauf, dass die Ärzte vor der Entbindung die Hände wuschen und die Todesrate fiel sofort runter auf 2%. Yeah, the death rate dropped to 2%. Right. He was fired from the hospital. Er wurde entlassen aus drei Krankenhäusern. He was fired from three hospitals in a row. Nacheinander wurde aus drei Krankenhäusern rausgeworfen. Finally, they put him in a mental institution, and a patient killed him. Und dann wurde er in eine Nervenklinik eingewiesen, wo er von einem Patienten ermordet wurde. Just for insisting, you wash your hands after you touch a dead person. Nur weil er wollte, dass du deine Hände wäschst, nachdem du eine Leiche untersucht hast. This is only 150 years ago. Das ist nur 150 Jahre her. In the Bible, 3,000 years ago, God told them to wash their hands after you touch a dead person. Und die Bibel erzählt uns seit 3000 Jahren, dass wir uns die Hände waschen sollen. The other philosophy of medicine is based upon creation. Die andere Gesundheitsphilosophie basiert auf der Schöpfung. God designed your body. Gott hat deinen Körper gemacht. He designed the foods and minerals to meet your needs. Er hat die Nahrungsmittel geschaffen und genau auf deine Bedürfnisse angepasst. Now you can see more on our videotape, The Bible and Health. Okay, hier gibt es noch ein Video, dass man sich besorgen kann, die Bibel und die Gesundheit. Gesundheit? I thought that's when you sneeze. Yeah, that's what you say. It means health. Yeah. Ah, it's a wish. Okay. In Genesis 1:30, God said, every beast of the earth would eat green herbs.
Die Bibel sagt uns in 1. Mose 1,30, alles Getier isst einfach Pflanzen als Speise. You mean all the animals ate plants? Was? Alle Tiere aßen Pflanzen? Look at those teeth. Oh, schau dir diese Zähne an. That has to be a meat eater. Das muss ein Fleischfresser sein. Nein, that is a panda bear. Nein, das ist ein Panda Bär. He eats plants. Er isst Pflanzen. Look at those teeth. Oh, schau dir diese Knochen an. That must be diese a meat eater. Zähne. Das muss ein Fleischfresser sein. No, it's a fruit bat. Nein, das ist eine Fledermaus, die Obst frisst. Oh, look at those teeth. That must be a meat eater. Oh, schau dir diese Zähne an. Das muss ein Fleischfresser sein. No, that's a vegetarian monkey. So, das ist ein vegetarischer Affe. After the flood, God said, "The fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth." Nach der Flut sagte Gott zu Noah. That must be the next verse. Yeah. Die Tiere werden Angst vor dir haben. Das ist, was es sagt. That the wrong one? Yeah. Yeah. Two things changed after the flood. Zwei Dinge haben sich nach der Flut verändert. The animals became afraid of man. Die Tiere bekamen Angst vor den Menschen. And man was allowed to eat meat. Und den Menschen wurde erlaubt, Fleisch zu essen. And that causes much suffering for the animals. Und das verursacht natürlich einiges an Leiden God für die Tiere. God made a perfect world and man wrecked it. Gott schuf eine vollkommene Welt und der Mensch hat sie zugrunde gerichtet. Ja. The Bible tells us in Romans chapter 8 that there is much suffering in the world today. Und die Bibel sagt uns in Römer 8, dass es in dieser Welt sehr viel Leiden gibt. That is obvious to anyone. So, das kann ja wohl jeder sehen. The suffering makes atheists believe there is no God. Und diese Leiden führt Atheisten dazu, nicht an Gott zu glauben. Charles Darwin said, "I'm bewildered. There is so much suffering in the world." Ich bin verwirrt. Ich hatte nicht vor, atheistisch zu schreiben, aber es scheint so viel Elend auf der Welt zu geben. Why would God make a world with suffering? Warum würde Gott eine Welt voller Leiden schaffen? God did not make a world with suffering. Aber Gott hat keine Welt geschaffen mit Leiden. God made a perfect world. Man destroyed it. Gott hat eine vollkommene Welt geschaffen. Der Mensch zerstörte sie. By one man, sin came into the world. Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt. And death by sin. Und der Tod durch die Sünde. The Bible has much to say about this. Die Bibel erzählt uns hier sehr viel darüber. We should send this picture to Chrysler. Wir sollten dieses Bild an Daimler Chrysler schicken. And say, why did you build a smashed car? Warum habt ihr so ein Auto gebaut? They will say, it was not smashed when we got done. Ja, also als wir damit fertig waren, sah es nicht so aus. It was fine when it left the factory. Es war in Ordnung, als es die Fabrik verließ. Someone else must have smashed it. Irgendjemand anders muss es kaputt gemacht haben. Yeah. You cannot blame a wrecked car on the factory. Du kannst ein kaputtes Auto, du kannst nicht den Schaden eines Autos auf den Hersteller abwälzen. And you can't look at today's world and blame the creator. Du kannst nicht die heutige Welt anschauen und Gott die Schuld geben. It's man's fault. Es ist die Schuld des Menschen. But God is going to fix it back. Aber Gott wird es wieder in Ordnung bringen. The Bible says the wolf shall dwell with the lamb. Die Bibel sagt, der Wolf auch wird bei dem Lamm weilen. It is not that way today. Und so ist es heute nicht. Only till the wolf gets hungry. Nur bis der Wolf hungrig wird. The Bible says a little child shall lead them. Und ein kleiner Knabe wird das Kalb und den jungen Löwen treiben. It's going to be very different. Es wird sehr anders werden. The Bible says the lion shall eat straw like the ox. Und die Bibel sagt, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. It says a child shall die 100 years old. Und die Bibel sagt, ein Kind wird als 100-Jähriger sterben. And then someday we will rule and reign with Christ for 1000 years. Und eines Tages werden wir mit Christus 1000 Jahre lang herrschen. I believe we will have our own pet dinosaurs. Ich glaube, wir werden unsere eigenen Hausdinosaurier haben. That will be interesting. Das wird interessant. Then he will make new heavens and a new earth. Dann wird er neue Himmel und eine neue Erde schaffen. A new heaven and new earth? Neue Himmel, eine neue Erde? The Bible mentions this three times. Die Bibel erwähnt das dreimal. I don't think it's possible for us to understand
what God has planned for his children. Und ich denke nicht, dass wir verstehen können, was Gott für seine Kinder geplant hat. There are things we can't even think about. Da gibt es Dinge, über die wir nicht einmal nachdenken können. Let me give you one example and then we will take a break. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben und dann machen wir wieder eine Pause. This is the electromagnetic spectrum. Das hier ist das elektromagnetische Spektrum. There is a small piece of the spectrum that we can see with our eyes. Und hier, es gibt einen kleinen Bereich in diesem Spektrum, den wir mit den Augen sehen können. What if God gives us new eyes that can see the entire spectrum? Was wäre, wenn Gott uns neue Augen gibt, die das ganze Spektrum wahrnehmen können? That means there will be brand new colors. Das würde bedeuten, wir könnten brandneue Farben sehen. Not new shades of these colors. Nicht nur die verschiedene Farben wie hier. Brand new colors. Sondern absolut neue. That's why heaven has to be so large. Das ist der Grund, warum der Himmel so groß sein muss. It's for the women's closets. Das ist für die Kleiderschränke der Frauen. What if we get new ears that can hear the entire spectrum? Was wäre, wenn wir Ohren hätten, die das gesamte Spektrum hören könnten? What if you could hear the colors? Was wäre, wenn du die Farben hören könntest? Or smell them. Oder riechen? Ah, yellow. Ach, gelb. Or taste them. Oder schmecken? Ah, blue. Blau. We only have 5 senses. Wir haben 5 Sinne. Maybe there are more. Aber dort haben wir vielleicht mehr. But if God took these 5 and expanded them to the limit. Aber wenn Gott diese 5 Sinne nimmt und sie wirklich erweitert bis an die Grenze, we would spend forever walking around heaven. Wir würden ewiglich rumlaufen, den Himmel anschauen. We would say, wow, have you smelled that? Und wir würden sagen, hey, guck mal, hast du das probiert? Ah, lick that. Oh, leck dran. Ah. I think we have, God has things planned you cannot even think about. Ich denke, Gott hat Dinge für uns geplant, an die wir nicht einmal denken können. My first computer was an IBM XT 8088. Mein erster Computer war ein IBM XT 8088. It was 4.77 MHz. Er hatte 4,77 MHz Taktfrequenz. Extremely slow. Extrem langsam. We have now upgraded. This is a Pentium 3, 1.1 GHz. Und wir haben einen neuen Computer, ein Pentium 3 mit 1,1 GHz. The same programs run, but they are much faster. Dieselben Programme laufen, aber viel, viel schneller. And they're in color. Und in Farbe. That is called a systems upgrade. Das nennt man ein System Upgrade. If you like living in your body. Und wenn du jetzt in deinem Körper bist. If you are a Christian, wait till you get to heaven. Und wenn du ein Christ bist, dann warte nur, bis du in den Himmel kommst. You are headed for a systems upgrade that's going to blow your mind. So, du wirst ein System Update erfahren, das wird dich umhauen. The only question is, are you going? Die Frage ist nur, wirst du in den Himmel kommen? What if you died today? Was wäre, wenn du heute stirbst? Where would you go? Wo würdest du hinkommen? Let's summarize and we will quit. Lass uns zusammenfassen und dann Schluss machen. God made the world. Gott hat die Welt gemacht. He owns it. Ihm gehört sie. He makes the rules. Er hat die Regeln gemacht. We have all broken his rules. Wir haben alle seine Regeln gebrochen. He told us in the Ten Commandments, thou shalt not bear false witness. Er hat uns in seinen 10 Geboten gesagt, du sollst kein falsches Zeugnis geben. That means do not lie. Das bedeutet, lüg nicht. How many of you have ever told a lie in your life? So, wer von euch hat schon je gelogen in seinem Leben? Put your hand up or you're doing another one. Bible says, do not steal. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. How many ever stole something? Wer hat schon jemals was geklaut? You already told me you're a liar. So, ihr habt mir alle gesagt, ihr seid Lügner. So far we know we're all a bunch of lying thieves. Soweit wir jetzt sehen, sind wir alle ein Haufen lügende Diebe. Do you want to read the whole list? Willst du die ganze Liste lesen? We better stop right there. Ich glaube, wir hören besser auf. We are guilty. Wir sind schuldig. We have broken God's laws. Wir haben Gottes Gesetze gebrochen. We're going to be punished. Und wir werden dafür bestraft. Or we must find a substitute. Oder es muss jemand geben, der für uns die Strafe auf sich nimmt. Jesus Christ is willing and able to substitute for your sin. Jesus will und kann unser Stellvertreter sein. I cannot substitute for your sins. Ich kann nicht für eure Sünden gerade stehen. I have many of my own. Ich habe viele eigene. You cannot substitute for mine. Und du kannst nicht für meine Sünden bezahlen. You have your own too. Du hast deine auch. Jesus is the only one. Jesus ist der Einzige. What if you died today? Where would you go? Wenn du heute sterben müsstest, wohin gingst du? You need to think about that. Denk bitte darüber nach. You'll be dead for a long time. Du wirst eine lange Zeit tot sein. All we get is a small dash between two dates.
Und alles, was wir haben, ist ein kleiner Bindestrich zwischen zwei Datum. What are you doing with your dash? Was machst du mit deinem Bindestrich? I would recommend you give it to Jesus. So, wie wäre es, wenn du das diese Zeit nicht dem Herrn gibst? This man picked out his tombstone. Und hier ist ein Mann, der hat seinen Grabstein gemacht. He says he is an atheist. Er sagt, er ist ein Atheist. Ich bin ein beschäftigter Mann. Ja, ja. The Bible says the fool has said in his heart there is no God. Let's see. Ja, die Bibel sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. God does not believe in atheists. Aber Gott glaubt nicht an Atheisten. Many people tell me they are atheists. Viele Leute sagen mir, ich bin Atheist. God does not believe him. Aber Gott glaubt nicht an ihn. I don't believe him either. Und ich glaube ihm auch nicht. We know there's a God. Wir wissen, es ist ein Gott. And you do too. Und du weißt es auch. If you're not sure you're a Christian, und wenn du nicht sicher bist, ob du ein Christ bist, we'd be glad to talk to you about that. Dann würden wir gerne nachher mit dir darüber reden. That's the most important thing on this planet. Und das ist das wichtigste Ding auf dem Planeten. But if the Earth is 6,000 years old and they live to be 900, what about dinosaurs? Und wenn die Erde 6,000 Jahre alt ist und die Leute damals 900 Jahre lebten, was ist mit den Dinosauriern? We'll cover that in the next session. Und in der nächsten Lektion werden wir das behandeln. Danke. Okay, vielen Dank. Ich bin Els in Portugal. Wir hoffen, dass dieser Vortrag über Schöpfung, Evolution und Dinosaurier Ihnen geholfen hat. Viel wichtiger aber, als einfach wissenschaftliche Fakten zu kennen, ist zu wissen, dass man ewiges Leben hat, dass man eines Tages beim Herrn sein wird, dass man gerettet ist. Vielleicht haben Sie schon an den Herrn Jesus geglaubt, wenn Sie aber das noch nicht getan haben, lassen Sie mich auf eine einfache Art und Weise erklären, wie Sie errettet werden können, wie man ewiges Leben haben kann. Gottes Wort, die Bibel, sagt uns, dass wir alle Menschen gesündigt haben. Wir haben alle Gottes Gesetze gebrochen. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind dem Schöpfer ungehorsam gewesen. Wir haben böse Dinge getan, manche mehr als andere vor den Augen des Menschen. Wir sind aber alle ausnahmslos Sünder. Die Bibel sagt auch, kehrt um. Sie sagt, dass wir umkehren müssen. Der Ausdruck tut Buße wird auch gebraucht. Dieses Wort bedeutet eigentlich Sinnesänderung oder Umkehr. Das heißt nämlich, dass wir uns von unserer Rebellion gegen Gott wenden sollen, uns zu Gott wenden sollen. Gott erwartet eine neue Einstellung, die sagt, es tut mir leid, dass ich gegen Gott gesündigt habe. Ich möchte das Richtige tun. Kehren Sie sich um zu Gott durch den Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir Sünder sind, sondern auch, was die Folge der Sünde ist. Römer 6, Vers 23 sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Folge der Sünde, der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Der Tod ist die Belohnung für unsere Sünden. Das heißt nicht nur der Tod des Leibes, sondern der ewige Tod, Verdammnis in der Hölle, ewige Trennung von Gott. Jesus Christus aber möchte uns retten. Er ist für unsere Sünden gestorben. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sein Tod am Kreuz, sein Blut, das er vergossen hat, sein Begräbnis, seine Auferstehung. Das ist das Evangelium, das ist die wahre, gute Botschaft, dass Jesus Christus unsere Sünden auf sich genommen hat. Hebräer 9, Vers 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Man sieht in der Bibel, dass seit dem Fall des Menschen Blutopfer erforderlich sind. Jesus Christus brachte das vollkommene Opfer dar. Das einzige Opfer als das Lamm Gottes, das wirklich die Sünde der Welt wegnehmen kann. Er bietet ewiges Leben an für jeden, der an ihn glaubt, jeden, der ihn aufnimmt, seinen Namen anruft. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Sie drücken aber nur eins aus. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Glauben Sie an ihn, vertrauen Sie ihm. Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Römer 10, Vers 9 und Vers 10 sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat,
so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Dann Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Epheser 2, Verse 8 und 9 sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn sie sich umkehren und den Namen des Herrn anrufen, indem sie erkennen, dass sie gesündigt haben, ihr Sünde Gott bekennen, ihm glauben, ihm vertrauen, wird Gott ihnen auch dieses Geschenk, das ewige Leben, geben. Sie dürfen sich im Gebet zum Herrn wenden und Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland aufnehmen. Es gibt hier keine Zauberworte. Gott sieht das Herz an, ob sie ernsthaft mit ihm meinen. Sie dürfen zum Beispiel so beten. Herr Jesus, ich erkenne, dass ich Sünder bin. Ich habe deine Gesetze gebrochen und ich bekenne dir meine Sünde. Ich glaube an dich und setze jetzt mein Vertrauen auf dich. Reinige mich durch dein Blut. Vergib mir meine Sünden. Nimm mich auf in deine Herrlichkeit. Amen. Gottes Wort verheißt, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Wenn sie ernstlich den Namen des Herrn angerufen haben, sind sie dann gerettet worden. Ihr Ziel jetzt ist zu wachsen. Lesen Sie in die Bibel. Beten Sie. Schließen Sie sich einer biblischen Gemeinde an, wo Sie wachsen können, zu einem reifen Christen wachsen können. Wenn Sie Hilfe bei dieser Entscheidung brauchen oder noch Fragen haben, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns an. Wir sind gern für Sie da.